So, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass die letzte Folge rauskam, ich weiß, aber ich hatte in letzter Zeit viel zu tun und komme jetzt leider auch erst wieder zum Aufnehmen. Aber ja, ich denke mal, ich werde das ungefähr eine Stunde aufnehmen und ich bin gerade irgendwie so geil drauf in Laune. Ja, ich möchte mal eben kurz ein paar Änderungen ansprechen. Und zwar erstmal spielen wir jetzt hier auf der 1.6.2. Und da ist das die offizielle Bucket-Version noch nicht darauf ist, heißt, wir spielen jetzt offline. Und das momentan mit der 1.6.2 ein bisschen komplizierter ist, die Mods reinzuholen, habe ich bisher nur Optifine. Ich muss noch gucken, ne, wie, dass ich jetzt noch Inventory Tweaks und ein paar andere Sachen reinschmeiße, weil wir dann erstmal vorerst nur offline spielen. Mal sehen, ob wir es wieder online machen. Ja, wie ihr seht, ich habe auch ein anderes Texture Pack, weil das Azeris Scanded noch nicht für die 1.6.2 verfügbar ist. Ich habe jetzt, ich meine, das hieß Conquest. Genau, Conquest Dark Version habe ich gerade drinne. Finde ich ultra geil, das Ding. Also, na, ist. Ich glaube, wenn das Azeris Scanded nicht bald rauskommt, sagen wir Tschüss zu dem und nehmen hier das. So, ich stehe hier auch gerade vor der neuen Schmiede und wir haben eine Bewerbung und die nehme ich auch sehr geil an, sehr gerne. Und zwar geht es hier darum, die Schmiede, und zwar heißt der liebe Kerl, das ist der Hilti, wie weiter, Moment, Hammerson, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Passt das? Passt, super. Der Hilti Hammerson alias Opa Zeron, den kennt ihr ja aus den Livestreams, wo ich ab und zu mal mitwirke vom Garon. Der hat sich jetzt als Schmiede beworben. Ich kann ja mal eben den Kommentar vorlesen. So, das hast du jetzt nun davon. Ich habe mal die Zeit gefunden, dich zu besuchen. Und es gefällt mir gut, was du so treibst. Danke nochmal eben. Ich würde mich gerne als Schmied bewerben, denn da mein Minecraft-Name ja Hilti Hammerson ist, welch besseren Name könnte ein Schmied wohl haben? Ja, da hast du recht. Es gibt keinen besseren Namen dafür. Und jetzt bist du damit auch unser Schmied. Und ja. Und wenn du das hier siehst, kannst du das, auch wenn wir das nächste Mal mit anderen Leuten spielen, auch gerne als Einladung sehen, dann hier auch mal rumzuschmieden. Ne? Also würde mich freuen, wenn du da mal Lust hättest, da mitzumachen. Boah, Alter, wie geil sieht das gerade mal aus. Also ich feiere gerade dieses Texture Pack. Das finde ich wirklich richtig geil. Und wir laufen hier gerade auf schönen FPS rum. Ich habe ein bisschen mit den Optifine-Einstellungen probiert. Und ja. Ja, jetzt haben wir ja eigentlich, kriegen wir hier richtig schön ein Dorf zusammen. Wir haben jetzt hier den Hilti Hammerson alias Opa Zeron. Wir haben hier den Gronk. Was, den Gronk? Was laber ich da? Ja, wir haben den Gronk hier. Nein, wir haben den Garon hier. Aber ähneln sich ja, ne? Wir haben hier den Garon. Die Hütte muss er mal ein bisschen ausbauen. Ist ja relativ langweilig hier noch. Gibt ja wohl nicht. Ja, wir brauchen auch noch einen Bauern. Ne, wer hier arbeiten will, immer gerne her mit den Bewerbungen, ne? Einfach mal rein in die Kommentare. Ich weiß nicht, hatten wir hier irgendwie, das war nicht größer, ne? Hier, da war einfach nur ein normaler, etwa kleiner Fluss. Leuchtet, ne? Ist das ein Lavabrunnen? Moment. Da geht's tief rein. Wir haben hier hinten noch das eine Ding, was wir machen wollten. Und wir haben jetzt so viele Sachen. Auch den Weg sind wir ja gerade zur Monsterfalle am machen. Oder haben wir ein Sumpfgebiet und alles? Sieht sehr interessant. Hoppala. Das Gebiet hier sieht arg interessant aus. Vor allem, ich glaube, es ist ein Lavabecken da hinten. Und lass mich raten. Ah, wir haben aber Eisen dabei, aber kein Holz. Ne? Ja, dann machen wir es vielleicht mal eben fix ein paar Eimer. Und dann nehmen wir, wenn da echt hier Lava ist, was ich da gerade gesehen habe. Wo ist denn das jetzt? Da hinten leuchtet's. Dann nehmen wir uns auch direkt mal ein bisschen Lava mit. Wie heißt es? Damit wir auch die Schmiede befeuern können. Damit der Hilti auch schön arbeiten kann.
Ja, das sieht mir doch schön laverig aus. Laverig, ja. Laverig aus. So, aber müssen wir gucken, wie kommen wir jetzt gut daran, ohne uns die Pfoten zu verbrennen. Ich würde sagen, wir gehen mal eben... Ja. So, hier kommen wir schön rein. Aber wir müssen eh erstmal ganz kurz einen kleinen Baum fällen. Aber ich würde ungern jetzt hier so einen Dschungelbaum fällen. Ich gehe mal hier hinten hin, da sind ja normale Bäume. Die nehmen wir uns da mal ein. Was sag ich denn für Dschungelbäume? Ist hier ein Sumpf, kein Dschungel. Hier, komm. Die Birke, die... Ich mag eh kein Birkenholz. Dann nehmen wir die mal einfach zum Mittel des Zwecks einfach mal an uns. Machen uns mal eben fix eine Workbench. Die, ich würde die machen mal hier einfach hin. Zack. Dann machen wir uns zwei Eimer. Hoppala, so. Machen wir uns, nehmen wir zwei Lava mit. Einfach nur aus dem Grund, ja, weil wir es können. So, dann gehen wir mal hier hin. Nehmen wir uns da einen Eimer Lava, hier einen Eimer Lava. Sind wir hier der Mr. Lava Lava. Klatschen hier kurz Erde hin, damit das nicht so hässlich aussieht. Und, aber ist schon schnicky hier, ne? Da hinten haben wir ein Schneebiom. Komm, ich bin gerade hier so lustig drauf. Dann gehen wir mal eine Runde wandern. Wir haben eh die Monster aus. Und auch daher... Was ist das denn? Ach, das ist Zuckerrohr. Das sieht ja geil aus. Dadurch... Hungern wir auch nicht. Heißt, wir können uns auch ein bisschen länger wegbewegen. Aber wir haben eh was, hätten ja eh was zu essen dabei. Was mich ein bisschen stört hier, ist, dass halt Sumpfbiom ist. Weil ich hätte hier sau gerne einen Hafen hingemacht. Das wird hier, glaube ich, cool passen. Nur, oh, guckt euch das mal an, Leute. Ist das nicht geil? Die Musik passt jetzt zwar nicht so ganz, aber trotzdem episch. Ja, auf jeden Fall hätte ich hier gerne einen Hafen gebaut. Ich muss mal eben was ändern. Ich wollte mal eben die Render Distance ein bisschen hochschrauben. Nur ein Ticken. Und ja, können wir mal gucken, ob wir es woanders machen. Weil ein Hafen wäre schon eine geile Sache. Das sähe schon, denke ich mal, ganz schön episch aus. Und ich kam jetzt auch leider erst jetzt dazu, mir mal den Opa Zeron anzugucken. Ich muss sagen, ich hab's, um ehrlich zu sein, ich hab's vergessen. Also, ich hab ihn ja beim Livestream mal hier so wirklich kennengelernt erst und der war mir sehr sympathisch, nur ich kam leider nicht dazu, mir den mal anzugucken. Das habe ich jetzt dann heute, Moment, ich muss mal das Mikrofon verstellen. Blub, 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 blub. Kam ich heute endlich mal zu. Und ich muss ja sagen, das Dorf, was der da hat, ist ja Bürgermeister, so wie ich verstanden habe. Und ich muss sagen, Hut ab, dein Dorf, da hast du schon was geleistet. Halleluja, ist das geil. Aber er sitzt ja jetzt, glaube ich, auch schon, wenn ich das richtig verstanden habe, 350 Folgen oder so, sagtest du im Kanal-Trailer. Ja, wo laufen wir überhaupt gerade lang? Also, wo müssen wir hin? Ja. Scheiße. Au. Ja. Wo geht's denn hier lang? Da ist ein Kürbis. Den hole ich mir mal eben. Aber ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Den bauen wir uns mal eben ab. Zack, haben wir einen Kürbis. Wenn ich kletter mal eben hier hoch. Vielleicht entdecke ich dann... Warte, da war der Sumpf. Das war ein anderer jetzt. Haben wir eben die Render Distance mal schön hoch. Vielleicht sehen wir dann da weiter hinten. Erkennen wir dann irgendwas. Aber, da geht mir die FPS gerade schön runter.
Aber ist ja auch nicht anders zu erwarten. Wir haben jetzt die Render-Distance irgendwie doppelt so hoch oder so, aber ich erkenne hier trotzdem nirgendwo was. Scheiße, wo sind wir jetzt hier nur? Ich gehe einfach mal hier in die Richtung. Tja, das ist jetzt doof. Also ein bisschen sehr. Ach, hier sieht der Baum, sieht das aber jetzt wieder anders aus, Zuckerrohr. Wo sind wir hier nur? Ist das unser Fluss? Ich glaube schon. Mal sehen. Wir werden es gleich erfahren, ob das hier unser Fluss ist. Ich drehe mal hier die Distance noch wieder runter, weil das geht ja gerade wieder gar nicht klar hier. Zack, zack, zack. Sind wir hier richtig? Nee, ne? Och Gott, nee, Leute. Das ist doch nicht wahr jetzt hier. Ich glaube, wir haben uns verirrt, meine lieben Freunde. Super. Jo, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Oh. Ihr könnt nur wissen, ich ärgere mich gerade hier richtig, ne, derbe und so. Weil, na, ist doch doof. Kacke, kacke, kacke. Ich will jetzt aber auch nicht cheaten oder so. Deswegen guck ich mal, ob ich hier irgendwas erkennen kann. Ne, hier sind wir wohl ganz woanders. Ich laufe mal zurück zu diesem Sumpfgebiet. Ich hoffe, dass wir den jetzt wenigstens finden. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir ganz schnell ein bisschen Redstone finden und einen Kompass schnell fix bauen. Und ich hoffe, dass wir dass ich den Spawnpoint wieder zurück auf unser Haus gesetzt habe. Aber ich meine ja. Oh, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Ach Gottes Willen, ey, das ist doch wohl nicht wahr. Ja, Leute, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Dabei wollte ich eigentlich nur ein bisschen Lava schöpfen gehen, damit der Hilti auch arbeiten kann. Ach Gott, nein, Leute. Warum hat sich denn auch keiner von euch jetzt den Weg hier gemerkt? Wahrscheinlich also bekomme ich jetzt hier die Kommentare, dass es da und da lang gehen sollen. Ja. So, ja, da komme ich nicht lang. Dann gehen wir hier mal gucken. Ah, so. Oh, ein Kakaoschaf. Ich hoffe, ich laufe hier überhaupt in die richtige Richtung. Ich glaube, in die Richtung sind wir richtig, nur nicht ganz. Hier haben wir den Sumpf. So, aber ist das auch der Sumpf?
einmal eine Schlucht. Aber den Lavabecken haben wir hier nicht, ne? Aha! Okay, haben wir hier das Lavabecken. Heißt, wir müssten eigentlich nur in diese Richtung hier. Rein theoretisch. Und rein theoretisch müssen wir hinten auch die Berge jetzt sehen schon. Ich mache nochmal die Render Distance hoch. Auch wenn wir hier gerade auf 4 FPS sind. Aber ich muss ja auch nur gucken jetzt. Hallo? Dann lad auch mal hier in der Distance. Ja, kommt. Das muss übrigens, das ist ein Special-Effekt, ne? Hier, dass wir uns verirrt haben, das war alles geplant. Das dient zum Spannungsaufbau. Oder so. Ich glaube, hier kenne ich gar nichts jetzt. Hier so, dann die Render Distance wieder auf normal, ein bisschen höher, so. Ja, egal, wir werden es sehen. Zack, 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 baue dich mal ein bisschen auf hier. Ein bisschen Shunk-Loading und so. So, dann. Ach, ich glaube, ich schwimme einfach mal hier den Flüsschen entlang und dann müssten wir ankommen. Mit Glück. Ja, guck doch mal an. Ich verlaufe mich doch nicht. Das war natürlich alles geplant.